Ich war am Anfang der Corona-Pandemie wahnsinnig geschockt. Ich habe so meine Ups und Downs in den letzten Monaten gehabt, weil es natürlich auch so langsam ein bisschen anstrengend ist, in dieser Corona-Lockdown-On-Off-Phase festzuhängen. Das war schon eine krasse Phase, so eine Vollbremsung hinzulegen. Dass das von einem auf dem anderen Jahr dann mein Sommer wird oder mein Festivalsommer, das hätte ich niemals geglaubt. Ich bin ja schon ein wenig erfahrener und habe sowas in der Art aber natürlich auch noch nie erlebt. Ich habe mir wahnsinnig Sorgen gemacht um die Kolleginnen und Kollegen, um meine Crew, aber auch alle anderen Crews und Leute, die hinter den Bühnen arbeiten. Mein erster Gedanke war dann eigentlich, wir Solo-Selbstständigen und nicht angestellten Musikerinnen und Musiker, aber auch alle Leute, die sonst da so mitarbeiten hinter den Bühnen, keine richtige Lobby haben, keinen richtigen Verband haben, keine richtige Stimme. Wir waren die Ersten, die nicht mehr aktiv sein durften und werden die Letzten sein, die wieder aktiv sein können. Wir gucken jetzt auf die nächste Saison, wo wir tatsächlich über den ganzen Sommer auch noch im Homeoffice sitzen werden und nicht auf dem Acker stehen können, um das zu machen, was wir am liebsten tun, nämlich Festivals veranstalten. Mein Name ist Jasper Barendrecht. Ich bin Leiter der Festivalproduktion bei Scorpio. Ich bin Thalisa und ich bin Festivalbookerin bei FKP Scorpio. Das heißt, ich buche die Bands auf unsere Festivals. Jo, also ich bin Matthias und mache die Gastro und organisiere quasi, dass die Gäste auf den Festivals und auch auf den Konzerten immer genug zu trinken bekommen. Ich arbeite auf jeden Fall viel weniger als vorher. Ich hatte jetzt gerade eine stressige Woche, weil wir die ersten Bands angekündigt haben für Hurricane und Southside. Aber generell bin ich auf einem sehr viel geringeren Level als in normalen Zeiten. Wir sind gewohnt, dass man über den Sommer, dass man mehr als 100% arbeitet, dass man quasi gefühlt Tag und Nacht ready to go ist. Und plötzlich im Homeoffice, das war schon eine krasse und heftige Umstellung, womit wir alle gekämpft haben, womit ich selbstverständlich auch gekämpft habe. Also ich arbeite tatsächlich wieder sehr, sehr viel. Also ich würde sagen, vielleicht 80-90% von dem normalen Wahnsinn, den der Job mit sich bringt. Ich habe ein paar Monate Homeoffice gemacht und war zu Hause und habe die Festivals mit absagen müssen leider für 2020 und habe dann aber tatsächlich die Möglichkeit bekommen, einen neuen Job anzufangen, habe also die Festivalproduktion leider verlassen mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Ein lachendes Auge deshalb, weil ich jetzt einen ganz tollen neuen Job habe in einem Tattoo-Studio, was schon immer ein Traum von mir war und sich das einfach, ja, die Chance hat sich geboten und ich wollte sie beim Shop verpacken und deswegen habe ich nur ein paar Monate Homeoffice gemacht, im Gegensatz zu vielen meiner Kollegen, die immer noch im Homeoffice sind. Ich habe mich im vergangenen Sommer, als die Festivalsaison quasi in vollem Gange gewesen wäre, habe ich gemeinsam mit meinem Team, wir haben uns vorbereitet auf die anstehende Saison 2021. Wir haben die Absagen der Festivals durchgeführt und Umtauschaktionen von Tickets geleitet und in die Wege geleitet. Wir haben uns die Tage relativ voll gepackt, um viel agieren, reagieren zu können, haben viel akquiriert, haben einfach extrem viel gearbeitet. Also eigentlich Tag und Nacht, um das Unternehmen zu retten. Das war ja am Anfang das Ziel Nummer eins. Da mussten irgendwie alle Leute eine Einstellung zu finden, ich auch, aber auch alle Mitarbeiter. Das ist auch so mein Schwerpunkt, dass ich mich erstmal vor allem darum gekümmert habe, die Teams alle zusammenzuhalten und auch zu gucken, was macht diese neue Situation mit den Leuten. Das war speziell, das war neu, das war auch am Anfang, glaube ich, für alle Leute irgendwie ungeil und die Leute hatten halt in irgendeiner Weise auch Existenzängste. Und dann wurde das immer so weniger und hat sich das eingependelt, man konnte sich die Arbeiten relativ gut legen. Dann habe ich im Büro im Schnitt, also von 12 Stunden, bin ich dann runter auf 6, 6,5 Stunden für die Firma arbeite, also Unit, und den Rest versuche mit anderen Projekten auszufüllen.
Ich habe immer schon mehr arbeiten müssen. Ich weiß nicht, ob das an der Talentfreiheit liegt oder einfach so, dass bei mir übers viele Arbeiten, viel Ausprobieren dann eben auch immer irgendwas passiert. Und ich habe mir das erste Mal in meinem Leben wirklich so einen festen Arbeitstag eingeteilt. Und das muss man als Musiker erstmal so hinkriegen. Ne? Also ich bin wirklich um 6 Uhr aufgestanden, bin joggen gegangen, hab dann einen Kaffee getrunken und hab dann eigentlich ab 7:30 angefangen, Klavier zu spielen, Musik zu machen, Beats zu bauen, Texte zu schreiben. Hab dann Mittagessen gemacht und bin dann irgendwann, weiß nicht, abends nach dem Familienfilm habe ich mich eben nochmal hingesetzt. So war die Pandemie eigentlich. Dieser Fokus und dieses, naja, Ausgeruhte und trotzdem Planmäßige hatte ich, glaube ich, auch so zum ersten Mal in meinem Leben. Weil es sonst eben schon so war, da steht der Reisekoffer, vor mir liegt das tolle Festival, absolute Vorfreude. Was natürlich auch noch anders ist, dass ich jetzt seit 2 Jahren keine neuen Bands mehr gebucht habe, ne? Weil wir das Line-Up, um solidarisch zu bleiben, quasi geschoben haben. Also der ganze kreative Prozess steht jetzt ein bisschen still, seit 2019 eigentlich schon, weil wir immer sehr früh dabei sind, die Festivals zu buchen. Wobei es auf der anderen Seite natürlich schön ist, das Line-Up dann hoffentlich nächstes Jahr auch endlich live zu sehen. Das Arbeiten aus dem Homeoffice, ich habe da eigentlich gar keinen Vergleich zum eigentlichen Büroarbeiten bei der Firma, einfach weil ich ja erst vor etwas über einem Jahr angefangen bin. Ich glaube, man kann es an 2 Händen abzählen, die Male, die ich tatsächlich im Büro war. Also ich weiß, wie es von innen aussieht, aber viel Zeit habe ich dort noch nicht verbracht. Hauptsächlich schade daran ist einfach, dass man nicht so viel Zeit mit seinen Mitarbeitern verbringen kann, was gerade in dieser Branche halt ein großer Teil immer ist, mit den Leuten sich zu unterhalten, ein bisschen schnacken und einfach dieser soziale Austausch. Aber wir wirken dem ganz gut entgegen. Wir haben wöchentliche Firmencalls mit unserer ganzen Truppe. Tatsächlich zu Hause arbeiten ist schon was anderes, als was man gewohnt ist. Wenn man gefühlte 40 Stunden oder auch mehr im Büro sitzt und plötzlich arbeitet man von zu Hause, das ist schon echt eine krasse Umstellung. Früher hat man sich ja auch eher, ich zumindest, fast immer live getroffen und hat mit den Leuten gesprochen. Jetzt geht das alles online. Nicht ganz so vollständig wie ein direkter Kontakt wäre. Aber aus meiner Sicht okay, um so zumindest das meiste mitzubekommen. Wir saßen zu viert in einem Raum und dann hat man sich natürlich auch unterhalten und ausgetauscht, zusammen Musik gehört oder auch einfach nur mal gefragt, wie würdest du das jetzt formulieren? Kannst du mir mal kurz helfen? Was heißt das nochmal in Englisch? Man spürt im Homeoffice, dass die Kommunikation, die ist nicht schlechter oder so, aber die ist halt langsamer, weil du quasi für alles, was du sonst im Gehen oder auf der Treppe oder auf dem Weg irgendwo hin besprochen hast, das machst du jetzt tatsächlich 1:1. Das heißt, es braucht viel mehr Zeit, bevor alle Leute innerhalb des Teams auch wissen, was am Ende jetzt von denen erwartet wird. Und ich glaube, das war vor allem, es ist für mich auch eine große Umstellung gewesen. Man ist halt zeitlich sehr flexibel, würde ich behaupten, und man ist auch ortstechnisch sehr flexibel. Also man kann dann halt mit seinem Laptop sich auch mal draußen auf die Terrasse setzen oder in meinem Fall mit meinem Van unterwegs sein. Das ist schon ganz cool, aber würde ich jetzt nicht eintauschen dafür, wieder regelmäßig ins Büro zu können. Also es ist ja auch gar nicht so, dass die Welt, in der wir uns jetzt bewegen, nicht schön ist. Also diese virtuell und dass man darüber auch kommunizieren kann, ne? Und das gibt einem ja auch viel. Nämlich dieses, ich sitze jetzt mal zu Hause in meiner Jogginghose, trinke einen Kaffee, bin aber genauso mit dem Kopf da und habe vielleicht Zeit gespart, weil ich nicht zur Arbeit fahren musste und es kommt trotzdem ein gutes Produkt dabei raus. Aber genauso fehlt mir dann dieses Meeting, wo man ab und zu dann auch mal irgendwie einen Witz reißt und, weiß ich nicht, auf dem Beamer den Geländeplan wirft und dann über die Neuerungen auf dem Hurricane 2022 redet. Und das in gemeinsamer lauter Runde vielleicht auch, ne? Und das fehlt mir dann. Das ist der Großteil des Homeoffice, ist natürlich sich austauschen, die aktuelle Lage bewerten und auch Entscheidungen treffen. Wie sieht die Zukunft denn aus? Wenn dann irgendwann der Korken knallt und es wieder losgeht, dann erwarte ich eben auch, dass da eine ganze Menge passiert und dass wir dann sehr gefordert sein werden und sehr gut funktionieren
können sollten. In meinem Bereich treffe ich tatsächlich sehr viele wahnsinnig unterschiedliche Leute. Ich spreche mit Bürgermeistern, ich spreche mit Ordnungsamtsleitern, ich spreche mit der Polizei, mit der Feuerwehr, aber auch mit Landwirten etc. Und dieses Gemeinsame, wir machen dieses Festival möglich, ist das, was mir am meisten fehlt. Für mich leben die Festivals und auch die Arbeit, ein Festival zu produzieren, von der Gemeinschaft, die man im Endeffekt hat im Team, und auch von der Gemeinschaft, die man im Endeffekt kreiert und auf die Beine stellt, weil wir mit einem Festival einen Ort bieten für Leute, die gemeinschaftlich Musik feiern wollen, die gemeinschaftlich Zeit miteinander erleben wollen. Und das hat halt einfach gefehlt. Also sowohl im Homeoffice, dass man keinen persönlichen Kontakt zu seinen Kollegen hat, man hat nicht diese Gemeinschaft, die man im Büro irgendwie zusammen erlebt. Man hat keine gemeinsame Mittagspause und man hat auch nicht dieses Gefühl, zum Festival zu fahren, was man ein Jahr lang geplant hat, und dann zu sehen, wie alle Leute ankommen, wie die Leute Spaß haben und die Zeit genießen, und man in seinem Team, in seiner Gemeinschaft sagen kann, guck mal, das haben wir auf die Beine gestellt und wir konnten das den Leuten ermöglichen, und das ist immer ein wunderschöner Moment. Weil man da halt die Arbeit oder das Ergebnis der Arbeit sieht. Also normalerweise ist das ja so, dass ich ein ganzes Jahr im Büro sitze und von dort aus die Bands buche und Gespräche führe und alles mache. Und auch der kreative Prozess findet zum Großteil dort statt. Und dann ist es natürlich toll, im Sommer endlich die Bands live auf der Bühne zu sehen und auch die ganze Atmosphäre mitzubekommen. Und das ist so das, was mir am meisten fehlt. Und es ist natürlich anders, jetzt auch neue Bands zu entdecken, die wir vielleicht buchen wollen, weil man vorher auf anderen Festivals auch unterwegs war, sich Konzerte angeguckt hat oder auch einfach mit Bookern und Agenten sich getroffen hat und gesprochen hat und da sich Bands angeschaut hat, die man eventuell buchen möchte. Und was irgendwie am meisten fehlt, sind so gemeinsame Momente, wo man so merkt, geil, es hat geklappt. Von dem Aufbauhelfer über die Sicherheitskraft, über den Promoter, also da spielt ja ganz viel eine Rolle an Menschen, die man regelmäßig getroffen hat, die man jetzt einfach seit einem Jahr gar nicht mehr treffen konnte oder mit denen man gar keine Interaktion mehr hatte, weil es diese Veranstaltung nicht gab. Dieses Crew-Life, das fehlt. Wenn ich feststelle, dass alles so funktioniert, wie wir es geplant haben, und alle glücklich und zufrieden sind, dieser Moment, den habe ich einmal auf dem Festival, dass ich sage, ich stehe da und sehe alles und das flutscht einfach und es funktioniert alles und es läuft und alle Menschen sind glücklich und haben Spaß und wir konnten ihnen das ermöglichen. Ich bin Jenny und ich bin Projektmanagerin beim Deichbrand-Festival. Und eigentlich bin ich dort für Sponsoring und die Festival-Production verantwortlich. Das heißt, ich betreue unsere Partner und Sponsoren und bin mitverantwortlich für gewisse Areas auf dem Festivalgelände, zum Beispiel den Green Circus, Artist Village, Presse und die VIP-Area, und gestalte die dann auch. Naja, das würde ich machen, aber seit ich angefangen bin, ist noch kein Festival wieder stattgefunden. Das heißt, meinen eigentlichen Job habe ich so noch gar nicht ausgeführt. Ich habe stattdessen andere Projekte mit betreut. Mein erstes Projekt war dabei der Trailer-Dreh für unser Deichbrand at Home letztes Jahr. Das war super aufregend. Der Livestream dann nach dem Trailer-Dreh. Dort waren wir dann 3 Tage live am Ausstrahlen. War super viel los, war wie ein kleines Mini-Festival. Und nach dem Deichbrand at Home ging es dann über in die Kurzarbeit. Da wurde es recht ruhig. Da habe ich dann mit meiner Mitbewohnerin zusammen meinen Segelschein gemacht auf der Alster. Und bin dann mit meinem Van, den ich schon im Frühjahr ausgebaut habe, als Corona losging, nach Fehmarn gefahren. Und habe dann morgens quasi aus dem Van-Office gearbeitet und bin nachmittags aufs Wasser gegangen, kiten. Ich würde sagen, ich habe die Zeit dann effektiv genutzt, das Beste draus gemacht. Statt auf den Festivals zu stehen letztes Jahr und davor und danach sie vor- und nachzubereiten, habe ich das Nähen für mich entdeckt. Meine Urgroßoma war Schneiderin und ich fand das schon immer irgendwie toll, mit seinen eigenen Händen irgendwas kreieren zu können, handwerklich. Und habe mir deswegen tatsächlich zum Anfang des letzten oder des ersten Lockdowns eine Nähmaschine gekauft und angefangen, kleinere Sachen zu nähen. Ich bin noch weit entfernt davon, wirklich gut zu sein, aber es bringt sehr viel Spaß. Und es ist auch sehr zeitintensiv tatsächlich. Und man kann so ein bisschen seine kreative Ader ausleben.
Ich habe mir einen lang ersehnten Traum erfüllt und habe mir einen Hund angeschafft, weil ich endlich die Zeit dafür hatte und die nötige Ruhe auch im Endeffekt, weil die Welt dann doch sehr entschleunigt war. Jetzt bin ich stolze Besitzerin einer kleinen einjährigen Hündin und das war mein Sommer 2020. Ich habe tatsächlich Anfang letzten Jahres wieder angefangen, Klavier zu spielen. Ich habe als Kind Klavier gespielt und dachte, vielleicht wäre das ja mal wieder was. Ich habe das, glaube ich, 2-3 Monate durchgezogen, dann habe ich das wieder weggeschafft. Das überlasse ich dann vielleicht doch den professionellen Musikerinnen. Aber was ich ganz schön finde, ist, dass ich wieder mehr Zeit gefunden habe zu lesen. Und das mache ich momentan auch echt viel. Ich habe dieses Jahr schon ziemlich viele Bücher gelesen und das finde ich echt gut, dass ich jetzt mal ein bisschen mehr Zeit dafür habe, auch mal wieder ein Buch in die Hand zu nehmen. Ich war tatsächlich auf einem Festival letztes Jahr, fällt mir gerade ein. Es ist schon wieder so weit weg, aber ich war Anfang des Jahres im Januar und Februar in Kapstadt. Und da habe ich es noch geschafft, ein Festival mitzunehmen. 2 Tage später musste ich dann nach Hause fliegen wegen Corona, aber auf einem war ich letztes Jahr. Und sonst über den deutschen Festivalsommer natürlich war ich dann einfach in Hamburg und habe hier das gute Wetter genossen und hab mich so, wie es ging, mit Freunden getroffen. Ich habe eine kleine Familie, wir haben uns ganz gut eingegroovt. Das war bei uns alles easy und ich habe dann irgendwann einigermaßen schnell gemerkt, dass jetzt mein Sabbatical kommt. Räum den Koffer weg, der da sowieso immer steht, pack den irgendwo unten ins Billy-Regal und mach dich locker. Und das war für mich eine der wenigen positiven Sachen dieser Pandemie, dass ich das wirklich gemacht habe und dass ich gemerkt habe, ja, das wird jetzt alles noch ewig dauern. Die Konzerte fallen weg und jetzt ohne mal an irgendwelche Konsequenzen zu denken, sondern einfach erstmal nur an mich, ist das meine Chance, einfach runterzufahren, mit meiner Family abzuhängen, endlich mal wieder Freunde anzurufen, die ich seit 20 Jahren nicht mehr angerufen habe, lang mit denen zu quatschen. Und dann habe ich auch irgendwann angefangen, Musik zu machen. Aber anders als sonst. Sonst bin ich immer so, ich schreibe unterwegs, ich schreibe im Tourbus, ich bin dann da im Studio, ich fahre nach Italien, ich schreibe kurz zu Hause, bin dann aber wieder weg und dann habe ich mir irgendwie so ein kleines Zimmer eingerichtet mit einem Klavier und habe irgendwie angefangen, Songs zu schreiben. Ich bin jetzt ja vom Jahr, bin ich umgezogen, habe dann hier soweit alles fertig gemacht, dass mein Alltag soweit für mich funktioniert. Meine Tochter ist hier eingezogen. Dann habe ich relativ viel Zeit mit ihr, also mit meiner Tochter verbracht oder auch mit beiden Töchtern verbracht oder auch mit meiner Frau. Ich bin noch nie so viel spazieren gegangen wie im letzten Jahr. Ich war an irgendwelchen Seen und Teichen und bin da rumgelatscht. Habe meine Heimat quasi, die ich kenne, aber ewig nicht mehr so bewusst erlebt habe, durch diese Spaziergänge erlebt. Zeigt mir auch irgendwie wieder so eine private, also den privaten Anteil an mir, der auch teilweise in den letzten Jahren weniger geworden ist durch die Arbeit und das Ganze jetzt wieder quasi auf ein Maß zurückführt, was sich auch gut anfühlt. Also ist anders als die Jahre davor, aber es fühlt sich trotzdem irgendwie sinnvoll und gut an. Ich hatte plötzlich so viel freie Zeit, dass ich so ein Projekt, was ich mit einem Freund die ganze Zeit machen wollte, ein Ladenprojekt, plötzlich umsetzen konnte. Es gab ja dann ab März weniger für mich zu tun, bis hin zum Sommer, also im Sommer vor allem. Und da habe ich dann ein Ladenprojekt mit einem Freund umgesetzt und haben dann am 1.10. eröffnet und ja, haben so einen Print-Store eröffnet. Also es geht halt tatsächlich darum, Kleidung zu veredeln mit Stick, Print, Siebdruck, allen möglichen Druck- und Sticktechniken. Und den haben wir mitten in Ottensen eröffnet. Das ist jetzt so mein Baby, was ich mit einem Freund zusammen, auch mit meiner Beteiligung von meiner Freundin, eröffnet habe. Und das wäre, glaube ich, niemals entstanden, hätte ich nicht plötzlich die Zeit gehabt ab, wann war das so, ab Mai. Ne? Dann bin ich ja nur noch 6 Stunden am Tag für die Firma tätig gewesen. Das heißt, ich hatte 4 bis 6 Stunden plötzlich Zeit, mich um andere Projekte zu kümmern und kreativ zu werden. Und diese Zeit habe ich intensiv in dieses Projekt Fresh Prints gesteckt und habe da Tag und Nacht für gearbeitet. Und das hätte ich niemals geschafft unter normalen Festival-Saisonbedingungen. Dann wäre das nicht entstanden. Ich hatte im vergangenen Sommer natürlich auch
viel mehr Freizeit, als dass ich im Normalfall im Sommer gehabt hätte. Und hatte deswegen auch mehr Möglichkeiten, auch im Sommer aktiv in der Freiwilligen Feuerwehr zu sein. Ich bin seit 2017 Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr hier in meiner Nachbarschaft. Und hatte dadurch, wo ich sonst im Sommer eigentlich nicht zur Verfügung stehe, hatte ich jetzt über den gesamten Sommer hatte ich Zeit, um an alle Einsätze teilzunehmen. Und das hat mich seit dem Anfang an gepackt. Ich wollte was machen für die Gesellschaft. Ich wollte auch was zurückgeben. Und ich glaube, in der Freiwilligen Feuerwehr kann ich genau das tun, was ich immer wollte, ist was tun für die Gesellschaft und was tun für andere um mich herum. Und es macht nebenbei auch sehr viel Spaß, um dieses neben dem Einsatzgeschehen, um auch Teil zu sein von so einer Community von Feuerwehrmänner und Frauen aus der Nachbarschaft, die sich im Notfall tatsächlich mitten in der Nacht, tagsüber, wann auch immer treffen. Ich bin jetzt auch im Dienst. Es könnte durchaus sein, dass wir nachher noch einen Alarm bekommen. Und wenn das so wäre, dann würde ich aufstehen und zur Feuerwache radeln. Am meisten freue ich mich darauf, wenn es wieder losgeht, einfach meinen Job einmal quasi komplett so machen zu können, wie ich mir vorgestellt habe und all das machen zu können, auf das ich mich so gefreut habe, einmal hinter den Kulissen dabei zu sein, das Ganze mitzuorganisieren, mitverantwortlich zu sein und am Ende dazustehen und stolz zu sein, was man auf die Beine gestellt hat. Und ich freue mich ganz, ganz doll auf die Energie der Leute. Es hat man jetzt schon bei den anderen Produktionen gemerkt, dass die Leute einfach Bock haben, wieder was zu schaffen. Und da freue ich mich ganz doll drauf, das Miteinander. Ich glaube, das wird richtig schön. Ich freue mich am meisten drauf, wenn wir nachher das ganze Festival aufgebaut haben und man am ersten Festivaltag sieht, wie die ersten Leute aus dem Zug steigen, wie die ersten Leute zum Gelände kommen. Ich glaube, das ist so der Moment, wo die Pandemie hundertprozentig abgeschlossen ist und wir wieder in die Zukunft schauen können. Also wenn es wieder losgeht, freue ich mich auf den Moment, wenn ich das erste Mal im Morgengrauen aus dem Nightliner aussteige, mit einer kleinen Pulle Wasser und einer Zahnbürste und ich barfuß in den Schlamm oder auf den Rasen gehe und mir ganz entspannt vorm Bus die Zähne putze, mit meinem Busfahrer Peter. Und dann geht man auf den Acker und trifft all diese Leute. Man trifft den Security-Mann, das Catering-Zelt wird aufgebaut, der Caterer kommt, Promoter, die Produktion, das Produktionsteam, Sanitär, all sowas. Also all die Menschen, die diese Veranstaltung überhaupt möglich machen. Danach sehne ich mich so ein bisschen, die Leute alle wieder zu treffen und mit denen zu schnacken, wie es denen in den letzten Jahren ging. Und auf diese große Familie, da freue ich mich ganz besonders. Die Sache an sich eigentlich, also am meisten freue ich mich, wieder Live-Musik zu hören, weil das auch einfach ein krasser Unterschied ist, ob man jetzt zu Hause sitzt und sich Lieder anhört oder ob man es live auf einer Bühne sieht, laut und mit den Menschen vor der Bühne. Darauf freue ich mich eigentlich am meisten. Wenn es wieder knallt, wenn es laut ist, wenn die Funkgeräte sich wieder überschlagen, ein Funkruf irgendwie zurück in das Leben, was ja so viel mit sich bringt und was ich auch gerne... Also worauf ich mich einfach freue, wenn es dann irgendwann wieder losgeht. Ich freue mich darauf, auch wenn ich nur privat auf den Festivals bin, meine Kollegen dort wiederzusehen, weil ich die sehr vermisse.